Hallo und herzlich willkommen zurück zu Outlast 2. Und mir ist gerade irgendwas Komisches passiert. Ja, hier haben wir ganz kurz was zu essen gemacht und auf einmal sind die ganzen Mannequins weg. Da ist auch keiner mehr drin. Also der da unten, der da lag, der ist auch nicht mehr da. Hier ist auch keiner mehr da. Also die spielen hier auch alle nicht mehr verrückt. Ich weiß, keiner ist mehr da. Ich weiß nicht, der Heilige Geist hat sie alle mitgenommen. Keine Ahnung, was hier passiert ist. Gut, soll uns allerdings nicht stören. Ich hoffe, jetzt können wir ohne Probleme auch weiterspielen. Jetzt habe ich einmal ganz kurz die Orientierung verloren. Wir müssen hier lang. Ja, genau. Ja. Das müsste richtig sein. Ich bin gespannt, was uns jetzt noch erwartet. Ich bin wirklich gespannt. Meine Liebe, bitte versuche stark zu sein. Papa sagt uns in jedem Gottesdienst, dass der Herr uns in unseren Träumen unsere Sünde zeigt. Und wir müssen uns diesen stellen, sollten wir Gott gedacht gerecht werden wollen. Wenn die Visionen schlimmer werden und die Träume vor unseren wachen Augen erscheinen, so müssen Widrigkeiten bevorstehen, harte Zeiten. Doch das Paradies ist auf der anderen Seite. Gott liebt uns und gibt uns nie mehr, als wir tragen können. Auf ewig dein Philipp. Das hatte ich ja schon. Oh, er meint doch nicht unsere. Anscheinend doch. Nein. Ach komm. Gott, was mit dem Jungen verkehrt? It's enormous. Some sort of hillbilly Vatican. How could all of this have been here? Nobody knows about it. It's not possible. Vielleicht war hier schon jemand und die wurden jedes Mal getötet. Das kann doch sein. Was mit dem Jungen verkehrt? Boah, diesen Menschen möchte ich gerne mal erleben, beziehungsweise kennenlernen. Mal gucken, was jetzt alles. Aber eins muss man. Also, schön sieht's aus, ne? Also wirklich. Schön sieht's auf jeden Fall aus. Ist das denn Asche oder was? Hinter uns ist keiner. Nee, hinter uns ist keiner. Dann haben wir Lautsprecher. Es sieht so ein bisschen aus, als hätten wir schon am Tag. Wobei, das ist ja. Es ist doch der Vollmond, ne? Ich bin ja nicht bescheuert. Ja. Es soll der Vollmond sein. Aber irgendwie sieht das so aus, von der Helligkeit, als wäre es Tag. So ein bisschen. Okay, kommen wir jetzt überhaupt hier rein? Haha, wäre zu schön gewesen. Okay, haben wir hier irgendwo... Schlupfloch? Da. Okay. So, diesen Schritt hätten wir schon mal. Okay, ja, Spiel, wir müssen wahrscheinlich da rein. Ich schaue nochmal, ob wir hier irgendwas haben. Oh, war da was? Nee. Dann haben wir da oben Maria. Ich glaube, sie hat auch schon mal bessere Tage erlebt. Oh je, erinnert mich ein bisschen an, an Alice Madness Returns mit der Statue, wenn du durch, ja, durch so ein Portal gegangen bist, sag ich mal, und dann kämpfen musstest, um eine kleine Rose zu bekommen, beziehungsweise die Rose anzumalen. Da hattest du auch eine Statue von Alice, die geweint hat. Die hat Blut geweint. Und das sieht jetzt irgendwie so ein bisschen ähnlich aus. Okay, kann man Alice Madness Returns kann man jetzt vielleicht nicht mit Maria vergleichen, aber für mich sah das jetzt so aus. Das sieht schon nicht schlecht aus, ne, wenn ich das mal so sagen darf. Ich höre nichts.
Okay, hier können wir nicht rein. Müssen wir wahrscheinlich hier rein. Immer schön wieder schließen. Ja. Hier haben wir ein Wappen. Hier haben wir... Wer soll das sein? Ich weiß nicht, ob das Jesus sein soll. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das ist hier wahrscheinlich Nuff. Nuff? Nuff? Wie wird er aufgesprochen? Ich weiß es nicht. Papa, ich nenne ihn den hässlichen dicken Papa. Mit ne, was hat er denn? Hackbeil in der Hand? Nee, das ist... das gehört zu seinem Gewand, alles klar. Okay, was haben wir denn hier, Schnickes? So. Oh, das kann man aber kacke lesen. Ach, da. Okay. Evangelium Sullivan. Noths. Kapitel 11. Die Scheide der Hölle öffnet sich bald und die Nacht sinkt mit den Wetzsteinen und Messern der Hebammen. Und der Feind, ängstlich in seinem Gefängnis, greift in das Herz Sullivans treuesten Schülers, dessen Name Val war, und in die der heimlich starrhälsigen und unbeschnitteten im Herzen. Wie bitte? Dessen Name war Val? Und in die der heimlich starrhälsigen und unbeschnitteten im Herzen? Ich glaube, es ist ein Übersetzungsfehler. Das kann ich mir jetzt nur so vorstellen. Ich glaube, er war einfach verliebt. Kann das sein? Kann das sein? Und, also, Val, treuester Schüler von Sullivan, okay. Und der war heimlich in irgendjemanden verliebt? Ich weiß es nicht. Vals Geist stieg hinab unter den von Gott verdammten und verhassten und sprach mit dem Feind und badete in der Saat des spinnäugigen Lammes. Val verriet Templegate und Gott und selbst Sullivan Nuth, der ihn geliebt hatte und die Auserwählten zur Erlösung führen werde. Und der Herr sprach, lass Val und alle Ketzer 1000 Qualen erleiden und 7x7 Schande vor dem Tod und im Leben danach. Okay, ich habe das Gefühl, der Nuth, der hält sich ein bisschen wie Jesus oder hält sich für Jesus. Nur, dass Jesus auch, als man ihn verraten hat, ja trotzdem nicht den Tod bzw. nicht die Qualen für seine Verräter haben wollte, sondern er hat noch gehofft, dass man ihnen vergibt. Ja, also alles ein bisschen komisch hier. Ich glaube, der gute Herr fühlt sich ziemlich geil, wobei ich nicht weiß, wie er sich denn bitte wehren kann. Also ganz ehrlich, da müssen nur zwei Leute auf ihn draufgehen und schon ist er unten. Aber gut. Das ist meine Meinung. Aufsperren. So, jetzt passiert bestimmt gar nichts. Ei. Wo kommen wir denn jetzt hin? Da bin ich ja mal gespannt. Okay. Okay, das werden wir jetzt einfach genießen. Mal gucken, ob was kommt. Nee, habe ich nichts. Give me your lives. Give me your children. Give me their lives. Nein. Oh. Körper bis zum Atrum? Steht das da? Keine Ahnung, was das heißen soll. Oh, hier haben wir einen Schlüssel. Ad inferiper aspera. Durch Hölle, Rauheit, nee, durch Härte zur Hölle oder so, glaube ich. Oh Gott, was passiert denn da oben? Ich sehe nichts. Sehe nichts. Okay, ich glaube, sie wollen unbedingt unsere Frau haben. Paul, da du Papa Noths Ohr hast,
Ohrs, bitte ich dich, ihm eine schreckliche Geschichte zu erzählen, an der hoffentlich nichts Wahres ist. Der höchste seiner Diakone, Val, kam heute noch vor der Sonne zu mir mit einem Angebot, das er nicht ganz erklärte. Val benahm sich wie jemand, der etwas Heimliches und Unzüchtiges anbietet. Doch ich kannte Val und sein Wesen und hatte Angst und lehnte seine Einladung ab. Val würde sich nicht erklären und sagte mir, es gibt Orte in unserem Herzen, die Papa Noth nicht erreichen kann. Doch schien Val mehr an anderen Teilen meines Körpers interessiert. Ich bat Val, am Abend zurückzukehren. Fall heißt er wahrscheinlich. Am Abend zurückzukehren, auf dass ich darüber nachdenken kann. Doch sagte ich dies nur, dass Noth-Männer starken Willens schicken könne, die heimlich mit anhören, was ich für Lästerungen und Verrat hielt, sodass sie es niederschlagen können. Ich hoffe, Papa kann helfen, denn ich habe große Angst. Bath? Ist Bath? Ich weiß es nicht. Passiert da was über mir? Oh shit, ich muss nachladen. Wie viel habe ich denn noch? Man weiß es nicht. Schauen wir uns mal gleich an. Erstmal, wie komme ich... Blut. So, ich möchte gerne wissen, wie viel ich noch habe. Zwei habe ich noch. Haben wir hier noch irgendwo eine Batterie? Bitte. Oh Gott, man sieht ja sogar... Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Man sieht ja sogar ihre Augen und die Wimpern. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Weil ich habe gerade die Batterie gewechselt. Ganz ehrlich, warum habe ich denn jetzt schon hier gefühlt 10 Minus-Dingens bekommen? Aber euch geht es hier allen nicht gut, ne? Kann das sein? Oh, Batterie! Sehr schön. Ja, man muss hier ein bisschen suchen, glaube ich. So, habe ich hier alles gesehen? Ich glaube schon. Warte mal, muss ich wieder hoch? Nee, oder? Oh Gott. Eieieiei. Dir geht's auch nicht gut, ne? Ich muss, glaube ich, da lang. Oh, eine alte Dame. Und die betet auch noch. Man, du hast aber einen Ausschnitt hier, meine Liebe. Das ist aber nicht ganz... Ah, nee, doch nicht. Die hat da... Doch, nee, nee. Entschuldigung, hab nichts gesagt. Okay, oh, ich verbrauche hier noch meine... Hier haben wir schon Blut. Oh mein Gott. Weg mit dir, du stinkst. Kurz Orientierung verloren. Ach, ich stehe schon wieder. Aha. Mensch, Kollege. So, tschüss. Ich sperre mich ein. Abschließen bitte. Und hier bleibe ich. So, ich setze mich jetzt einfach hin und warte, bis die Welt untergeht oder sterbe, weil ich kein Essen bekomme oder so. Nein. Oh, was haben wir denn hier? Wieder den Papa. Der dicke Papa. Hier geht's hoch. Oh je. Oh Gott. Bin ich denn jetzt hier gelandet? Kann ich hier raus? Blockiert. Nein, ich kann hier nicht raus. Hier sind echt oft solche Uhren. Ich weiß nicht, haben die was zu bedeuten? Ich weiß es nicht. Kann ich das hier öffnen? Gar nichts machen. Mein Gott, ein Kreuz reicht doch. Wen haben wir denn hier? Ich glaube, das soll hier, das glaube ich, ist Jesus. Oder soll Jesus sein? Okay. Auf nach oben. Eieieiei. Ja, anscheinend ist hier keiner. Du kannst dich in einem Schrank verstecken. Oh nö, du. Ich glaube, das lassen wir jetzt erstmal. Da wird an einen Baum gefesselt. Ich glaube, das soll Jesus sein. Und das ist... Ist nicht das Petrus sein? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Oh, hier haben wir noch was zu lesen.
So. Evangelium Sullivan Nuss. Die Scheide der Höhle öffnet sich bald. Nee, das hatten wir noch nicht. Die Scheide der Höhle öffnet sich bald, stand bevor und die Luft war erfüllt vom Gesang von Papas herrlicher Hymne. Und die... Fuck. Und die Nacht singt mit den Wettsteinen und Messern der Hebammen. Klingen? Was zum Teufel? Was will das Spiel mir sagen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Satan, obgleich in der Hölle gefangen, durchdrang Walds Herz. Aus und? Was? Satan, obgleich in der Hölle gefangen, durchdrang Walds Herz. Aus und? Und Satan, Shaitan, Baal? Der Feind, ängstlich in seinem Gefängnis, griff in das Herz Sullivans treuesten Schülers, dessen Name Fall war, und der die Kleider der heimlich Starrhälsigen und Unbeschnitteten im Herzen trug. Falls Geist stieg hinab unter den von Gott Verdammten und Verhassten und sprach mit dem Feind und badete in der faulen, süßen, heißen Saat des spinnäugigen Lammes und trank von ihr. Fall verriet Templegate und Gott und selbst Sullivan Nuss, der ihn geliebt hatte und die Auserwählten zur Erlösung führen werde. Und der Herr sprach, lass Fall und alle Ketzer 1000 Qualen erleiden und 7x7 Schande vor dem Tod und im Leben danach. Und Schande. Und Schande. Und ganz viel Schande. Danach. Vielleicht hätte ich das auf Englisch spielen sollen, wobei ich mir dann nicht so sicher bin, ob ich euch ehrlich alles sehr gut hätte übersetzen können. Ich möchte nicht raus. Egal, wir öffnen jetzt ganz schnell. Zack. Nee, ha? Huh? Hallo, ich möchte das gerne öffnen. Ach, rückwärts. Oh, ist das unsere Frau? Ist es unsere Frau? Oh Gott, da betet jemand. Eieieiei. Mein Gott, lass mich doch hier irgendwo durch. Okay, wir müssen runter. Wo ist sie? Da. Oh Gott, Blake. Are you okay? No. What the fuck? I don't know. Oh shit. We have to run. Oh. Ja, komm. Renn, Kollege. Hallo, renn doch. Run, come on. Ich komm noch. Lynn, where are we going? Away from here. Anywhere but here. Was ist passiert? Oh, sie hält mich an der Hand. Oh. Als ob uns jetzt nicht was... Ey, warte, warum ist sie jetzt schon da? What is it? My stomach. Oh, oh. Oh, nein. It hurts. Something's wrong. Und was haben die gemacht? Was haben die mit dir gemacht? I have to stop. Oh, oh. Jesus Christ, Lynn. What's happening here? I thought you were dead. When you fell, I thought we were all dead. It's okay. I'm here. We're gonna get out of here, okay? God. What did they do to you? I can't talk about it. Lynn, children, I have news for you. Uh-oh. Please don't ask me. This evening, after all these years. They're coming. Our faith has been proven. The woman who came to Temple Gate this day from the outside world brought with her the foul burden we've been awaiting all this time. Was denn? She has a child in her belly. What? Was? I performed the examination myself. And he's insane. They're all fucking insane. Aber unser Kind, oder? Please, Blake, I just want to get out of here. And she is among us. What the fuck is going on? I can't. Not now.
children. Let's just get away from this place. Kill them. Please. Okay. Oh, der ist doch hier. Der ist doch hier irgendwo. Das wird immer lauter. Ihr sollt vielleicht rennen, liebes. Oh Gott, das war so klar. Stay back! Swear to fucking Christ, the first person who touches me loses their eyes. So, weg mit euch. No! No! God wants the child. God wants the child. Nein, Gott möchte bestimmt nicht das Kind. You motherfuckers! Oh, was machen die da? Was machen die da? Was machen die da? Lynn! Oh, was machen die da? Fuck you! Oh, was machen die da? Oh nee, nicht schon wieder die Tante. Was? Wie? Wait! No, wait! Don't! There he goes. No! No! Oh, for fuck's sake! Hat sie die gerade abgeleckt? Share my love with the father. Motherfucker! Geh weg. Geh weg. God doesn't love you. Not like I do. Oh Gott, was ist das? Ist das so an? Ich glaube, sie ist geil auf mich. Yes, my love. Oh. We have mother. I think I'll see you again. Ist das eine Frau oder ein Mann? Autsch. Ey, was ist euer Problem? Oh shit! Lynn! Okay, ich bin. Ach ja, ich kann wieder spielen. Oh, ich sehe nichts. Oh Gott, wow, wow, wow. Okay, er ist richtig benommen. Jesus Gott. Fuck, were they? Wow. Heretics. They called Lynn Mother. Ja, ja. It's not just a cult. It's two sides. Christians and. Antichristen? Something else. Ja. Okay. Wie es weitergeht und was alles noch in der nächsten Folge passieren wird. Ja, meine Lieben, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich muss es erstmal gerade alles ein bisschen in mich sacken lassen. Hör mal, einer geht hier doch die ganze Zeit. Das bin ich. Okay, ja, bis zur nächsten Folge, ne? Tschüsschen.